Der besondere Wunsch einer besonderen jungen Dame, es wird emotional. Ich möchte einmal in einem Hubschrauber sitzen und mein Elternhaus von oben sehen. Ja, das ist einer der letzten Wünsche von Maria. Sie ist 16 Jahre alt und weiß, dass sie bald sterben wird, denn sie hat Knochenkrebs. Eine Chance auf Heilung gibt es nicht. Ich versuche nicht dran zu denken, das bringt ja nichts, wenn man ständig zu Hause sitzt und dann sich sagt, oh, ich werde bald sterben, dann wird man depressiv und dann kann man nichts mehr machen, das bringt nichts. So, und deswegen versuche ich, das zu überspielen oder daran nicht zu denken. Und das klappt auch einigermaßen. Die 16-Jährige gemeinsam mit ihrer Mutter. Ihre schwere Krankheit sieht man Maria nicht an. Nur wenn sie geht, fällt auf, dass ihr Bein etwas steif ist. Die Folge einer Operation. Prognose ist jetzt eigentlich null. Also sie haben zu uns gesagt, für Maria gibt es schulmedizinisch keine Heilung im Moment. Sie nimmt jetzt zwar noch Tabletten, eine leichte Chemoform, die aber nur das Wachstum verlangsamen soll, sodass sie einfach nur mehr Zeit hat. Vor 2 Jahren wird der Krebs bei Maria das erste Mal diagnostiziert. Neben Operationen folgen Chemo und Bestrahlung. Nach einem Jahr gilt sie als geheilt. Im vergangenen November kommt die Schreckensnachricht, der Krebs ist zurück, schlimmer als je zuvor. Also am Anfang war es extrem schlimm. Ja, die erste Woche. Ja, die erste Woche. Nur geheult. Und dann ging es aber langsam. Jetzt ist das nur so irgendwie mal einmal in 2 Wochen oder so, dass ich dann darüber nachdenke und traurig werde. Die alleinerziehende Mutter hat ihren Job als Buchhalterin gekündigt, um im Moment ganz für ihre Kinder da zu sein. Sie sammelt Spenden, um gemeinsam mit ihrer Tochter noch möglichst viel unternehmen zu können. Heute steht ein Hubschrauberflug auf dem Programm. Und ich mag das, wenn ich oben im Himmel bin, also ist das jetzt anders, so diese Freiheit sozusagen, wenn man dann da oben so fliegen kann und die Stadt von oben sieht, das finde ich cool. Am schwersten ist es der 16-Jährigen gefallen, ihre Haare zu verlieren. Jetzt so geweint, als wir die abrasiert haben. Aber ich glaube, dass es ihm so geht, wenn man die Haare abrasieren muss. Und während Maria mit ihrem Großvater endlich dem lang ersehnten Himmelsritt entgegengeht, denkt ihre Mutter zu Hause an den bisher schlimmsten Moment zurück. Die Ärzte haben es mir erst alleine erzählt, dass es für Maria keine Heilung mehr gibt. Habe ich dann einen kleinen Nervenzusammenbruch gekriegt, habe versucht, mich auf der Station irgendwo zu verstecken, dass Maria mich nicht findet und das nicht mitbekommt. Aber sie hat mich dann gehört und gesehen. Und da wusste sie dann auch, was los ist. Ich versuche nicht drüber nachzudenken. Wenn ich drüber nachdenke, das kommt dann meistens, wenn die Kinder mal beide nicht da sind, dann sitze ich hier auch und weine ganz viel. Aber nur, wenn sie nicht da sind, dass ich es nicht so mitbekomme. Daran möchte Maria jetzt nicht denken. Jetzt warten das Leben und das Abenteuer auf sie. Fliegen, frei wie ein Vogel. Über ihre Stadt Hamburg, über ihr Wohnhaus, das war ihr größter Wunsch. Viele Menschen helfen der Familie. Jeder, wie er kann. So hat zum Beispiel der Rapper AZ Filler extra ein Lied für Maria geschrieben. Mit großen Augen starrst du Mama an und bist verwirrt. Diagnose Knochenkrebs und ein Teil in dir stirbt. Doch der andere Teil weiß, was es heißt zu kämpfen. Du hast ein Löwenherz und ich weiß, es wird gut enden. Die beste Freundin der Familie, Silvia, hat außerdem noch ein Schminken organisiert. Leben im Hier und Jetzt. Niemand weiß, wie viel Zeit Maria noch bleibt. Deshalb genießen alle nur den Moment. Doch die Trauer schwingt immer mit. Sehr, sehr toll, Supi. Ja. Total schön. Auf der anderen Seite macht es mich gerade ganz fertig. Weil sie so eben später aussehen würde. Leben mit dem Tod. Maria wird keinen Mann mehr kennenlernen. Sie wird keine Kinder bekommen. Maria wird nie alt werden. Doch sie und ihre Familie wissen, dass sie noch viele, viele schöne gemeinsame Momente erleben werden. Das
so ein strahlendes und schönes Mädchen. Ja? Und wir schicken natürlich an dieser Stelle der Familie ganz viel Kraft und drücken auch ganz fest die Daumen, dass Maria noch ganz viele tolle solcher Sachen erleben darf. Eine Geschichte, die uns heute sehr berührt. Christina und Spartakos sind Stammgäste und haben eine eigene Lounge. Für 150 €, ja, dafür kriegt man in Kornwestheim schon einen VIP-Tisch.